Hey-ho! Schön, dass ihr seid zu einer Runde League of Legends Tops und Flops bei BärTV. Und hier haben wir schon die erste Szene. Teemo in einem Normal Game wird von Alistair gechased, kaum noch leben. Und der Pflicht-Shroom überlebt mit Krasso 60 Leo. Alistair geht down. Ich muss sagen, das ist somit unter meine Lieblingsszene in der Runde. Ich finde es einfach zu geil, wie Alistair meint, er kann hier den kleinen Teemo diven. Wir sehen auch, ich verstehe gar nicht, warum Alistair nicht Q drückt und mich in die Luft bläst. Er rafft es wahrscheinlich schlicht und ergreifend, weil Mana hat er genug und tja, da ist er down. Hier seht ihr, warum Elise ziemlich fies ist. Er ist der Flash über die Wall und jetzt bekomme ich sogar noch Exhaust und ich wusste gar nicht, dass ich zu Wards hinspringen kann, aber tja. Nette Escape-Route, eigentlich wollte ich irgendwie über die Ghosts versuchen, noch wegzukommen, was wohl nie geklappt hätte, wenn ich mir das so angucke. Aber so war das schon ganz gut. Hier seht ihr, warum BC nicht immer gebannt werden sollte. Weil der richtige Grab von BC eröffnet einem ganz tolle Möglichkeiten. Nette Ulti von Kyle, by the way. Aber ich muss sagen, hier habe ich Varus ganz schön erwischt mit Skarner. Hier sehen wir es nochmal, der Grab auf mich, er wollte wahrscheinlich Diana, ich schnapp mir instant Varus, sobald ich kann mit meiner Ult, zapp! Und ziehen mal Richtung Team und mein Team rafft tatsächlich und springt sofort komplett auf Varus drauf. Wie gesagt, nette Ulti von Kyle. So, hier Top Lane Cannon, ich finde schon ganz nett entkommen, wie ich der Harpune ausgewichen bin. Ja, Nasus wird hier etwas greedy und ich jetzt auch. Der Grundgedanke ist, ja, der Nasus ist auch schon praktisch down, aber irgendwie, trotz Ignite und allem drum und dran, ja. Wir sehen hier, ich habe etwas unterschätzt, wie viel Leben der Stinker noch hat. Und ja, dann halt voll in die Harpune gelaufen. Das Level von Rumble dann auch noch im Nacken. Bitter. So, gerade noch am Shoppen sehe ich auf der Minimap, da unten tut sich was. Teleport wird gezündet. Und los geht's. Deswegen ist Teleport echt nett. Wir sehen ja nochmal, ich finde auch, die Gegner sind schon ein bisschen strange rumgelaufen. Ja, wir sehen da auch MF unten rechts, kommt gerade und will sich Caitlyn holen. Also die sind sich etwas unschlüssig. Machen sie Caitlyn platt oder rennen sie weg? Machen wir Caitlyn platt oder rennen wir weg? Naja. Gut. Also, das war's mit meinen Tops und Flops. Season 3, Woche 12. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann mit Woche 13 bei BärTV. Tschüss.